Jo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Kingdom Rush. Wir spielen direkt weiter mit We now know the northern disturbances were caused by Ulguk'ai, the troll warlord. If we don't stop him, his forces will descend from the north and menace the good citizens of Lineria. Prepare to fight the amassed ferocity of the Hak'rai Nation and face their vicious leader in his home turf. Alright, dann machen wir das doch mal. Das heißt, wir kämpfen jetzt gegen den Boss der Trolle. Beziehungsweise, ja, doch, Trolle. Genau. Okay, sieht schon mal sehr gut aus. Weil, zumindest so wie ich das sehe, gibt es hier nur einen Weg. Also auch, wenn man zwei Sachen verteidigen muss. Entschuldigung. Ja, also zwei Wege meine ich. Und die Eisdinger hier sind, auf was hier unten? Oh, ne, Moment. Hat sich gerade erledigt. Alter, das ist ja richtig beschissen. Hier, das Ding ist nur Eis. Du kannst die Typen ja nicht aufhalten dann. Okay, Houston, we got a huge problem, eh? Wobei hier... Das hier ist dann wahrscheinlich kein Eis. Hier ist die einzige Stelle, wo du sie aufhalten könntest. Also wenn sie nach unten laufen halt. Ach, was ist das denn für ein Level, Mann? Das geht mir jetzt schon auf die Eier. Ich habe noch nicht mal angefangen. Verdammt nochmal. Okay, es könnte sein, dass wir das nicht beim ersten Versuch schaffen. Aber hier wird es sehr stark darauf ankommen, welche Tower du wohin setzt, ob du es schaffst oder nicht. Machen wir schon mal hier zwei Baracken hin. Das wäre, also ich weiß jetzt nicht, also ich keine Ahnung, wie die Waves kommen, aber dass halt da auf jeden Fall schon mal zwei Baracken stehen, dass da schon mal gar nicht so viel durchkommen kann. Ein Mage, noch ein Mage, ein Archer. Archer's ready. Und dann machen wir hier was ähnliches. Oder nehmen wir machen es hier gleich. Auch zwei Baracken und auch ein Mage wieder. Hier machen wir auch eine Baracke hin. Und dann ist die Frage, wo wir die Baracke hinstellen, die dahin schießen soll. Stehen soll, die da stehen soll. Ich würde sagen hier oben. Weil oben ist eh schon ziemlich gut verteidigt. Oh. Aber gut, ich sag mal, die von unten werden. Nevermind, das passt schon. Oder? Passt das? Es müsste eigentlich schon passen. Eigentlich schon. Wenn die hier das Laufen anfangen, müssten die eigentlich reagieren können. Es geht sie halt wirklich auf einen Millimeter gefühlt nicht aus. Nicht 100% zumindest. Genau, aber weil es hier natürlich auch noch andere Einheiten gibt. Es gibt ja nicht nur Einheiten, die hier quasi ohne Probleme durchkommen. Müssen wir natürlich hier noch eine Sicherheitsbaracke hinstellen. Und dann, zack, zack. Oh, und kein Gold mehr. RIP. Genau. Hier würde ich noch ein Mädchen machen. Und dann hat sich die Geschichte erledigt, würde ich sagen. Dann gucken wir mal, wie es läuft. Keine Artillerie wieder. Achso, ne, meint hier hinten ist auch noch ein Turm. Ja, aber der spielt jetzt, glaube ich, erstmal keine Rolle. Also, ja, die spielen eigentlich alle keine Rolle jetzt erstmal. Hoffentlich. Aber ja, gucken wir mal, wie es läuft. Oh, ne, meint von da oben kann doch was kommen. Da kommen schon die ersten. Ach komm, die Troll Pathfinder dann vielleicht nur von da oben. Das könnte sein. Jetzt gucken wir, jetzt sehen wir. Ach, da müssen die auch an. Das hier gehört zum Spielfeld, wo der Schnee so quasi Lücken hat, Löcher hat, keine Ahnung. Aha. Aha, wow, okay. Na gut, das hätte man vorher wissen müssen. Na, dann hätte ich nämlich schon was anderes gemacht. Verdammt. Aber gut, ich meine, jetzt steht hier eine Baracke, das heißt, eine müsste ja theoretisch trotzdem reichen. Dann können wir vielleicht so hinstellen, dass die trotzdem alles kann, alles verteidigen kann. Ja, es ist echt ein bisschen blöd jetzt.
Ich habe jetzt nur darauf geachtet. Also es würde auch so sein, dass die da nicht durchlaufen können, aber wenn die wirklich nur von da oben kommen, dann werden die halt immer diesen Weg laufen. Das heißt, das Ding ist halt vollkommen irrelevant. Ach, belastend, ey. Ja, das ist wirklich belastend. Ja, ich meine, woher hätte man das wissen sollen? Also, was man natürlich noch machen könnten, oder werden einfach, dass man hier einfach eine Baracke hinstellt. Weil die wird auf jeden Fall die Truppen von unten ganz gut abhalten können, weil ich habe schon gesehen, die Trolle, die hier nach oben laufen, genau, die laufen relativ weit rechts. Ausprobieren, wie weit die dann da drüben stehen können. Also hier oben scheint es zu funktionieren. Die halten die normalen Truppen ab und die Pathfinders. Das müsste eigentlich funktionieren. Wir haben jetzt echt wenig Schützentürme. Wir haben wie viele Baracken? 8 Baracken. Und nur 4 Magier und 2 Bogenschützen. Also das Verhältnis gefällt mir eigentlich nicht so gut. Das ist auch nicht das, was ich normalerweise mache, wisst ihr. Aber, na, gucken wir mal, wie es funktioniert. Was man natürlich hier noch machen könnte, ich muss noch mal gucken, was die Pathfinder für Verteidigung haben. Weil hier könnte man natürlich noch was hinstanzen, was die Pathfinder einfach von Anfang an vernichtet. Weil wenn du da einen heftigen Magier, einen Arcane Wizard hast, einen heftigen, der die immer wieder zurückportet und one-shottet und was weiß ich was macht. Plus, die werden ja hier eh aufgehalten. Und dann hier unten nochmal. Müsste es dann eigentlich eh reichen. Das ist wahrscheinlich ist es sogar übertrieben, wenn du extra für die deinen Turm entstanzt und shit. Also nach rechts schicken. Ja, ich mag es immer nicht, wenn man bei Tower- und Defense-Spielen noch interagieren muss, weil der Sinn ist ja eigentlich, du stellst da einen Tower hin, strategisch, und dann macht er das, was der machen soll. Ja, aber gut, ich meine, ein bisschen hin und her moven von den Truppen ist jetzt nicht so schlimm. So, es kommen immer nur 6 Pathfinders, vorher waren es nur 2. Gar keine Verteidigung. Und die regenerieren sich nicht, haben wir festgestellt gehabt. Ja, komm, Alter, die boosten. Ja, nicht boosten. Die bursten wir weg. Die werden gewone-shottet hier. Gewone-zapped. Weil dann kann ich nämlich vielleicht die Truppen hier einfach wieder zurückstellen und dann gebe ich den. Dann mache ich die zu Berserkern. Zu Berserkern mit Wurfäxten. Und dann hat sich das Problem eventuell sowieso erledigt. Man hat schon gesehen, die gehen da jetzt trotzdem einfach durch. Ja, es. Zumindest Baracken ist kacke, dass die beides abdecken. Das ist. Blöd. So, da kommen jetzt 10 Troll Pathfinders. Auf die Waves achte ich eigentlich überhaupt nicht. Ich konzentriere mich eigentlich nur darauf. Und unser Held ist schon wieder gestorben. Die ist schon 2 oder 3 Mal gestorben. Leider. Okay, jetzt wird es ja fast. Wow, what the fuck is happening? Okay. Fällt mir jetzt nicht so gut. Ich wollte schon sagen, ihr wisst mir jetzt verarschen, laufen die jetzt da eiskalt durch. Die dämlichen Wölfe. So einen Held mal kurz retten. Okay. So knapp war es jetzt auch nicht. So, mal hier die Türme upgraden, wenn da so viel durchkommt. Ja, okay, der Kane Wizard ist nicht schlecht, aber komplett auslöschen kann er sie doch nicht alleine. Na gut, wäre auch ein bisschen heftig, wenn da 3, 4 auf einmal kommen und der die einfach alle one-shotten würde. Ohne den One-Shot, also ohne den wirklichen One-Shot. Wäre natürlich ein bisschen heftig. Ja komm, dann machen wir es einfach wirklich. Dann machen wir hier Berserker. Und geben den Wurfäxte. Dann stelle ich die nämlich ganz normal in die Mitte. Und dann dürfte sich das Problem in Luft auflösen. Hopefully. Genau. Vernichten wir die Männer hier. Kann ich meine Reinforcements alle nach unten schicken. Zack. Ja. Jetzt müsste es eigentlich passen. Gut, okay, jetzt haben wir natürlich alle Türme dahin geschossen, weil es hier oben nichts kam. Klar. Aber trotzdem, es müsste eigentlich passen. Oh, wow. Da kommt eine fette Wolf und Vork und was auch immer. Was? Wolf mal 64? What the fuck, dude? What the fuck, man? Damn. That shit's crazy. Nice one-shotted. Na gut, okay, die 64 Wölfe, die kommen nicht am Stück. Ich dachte, die kommen so am Stück wie vorhin bei dem einen. Da kamen die doch alle in endlosen Waves immer 2 auf einmal.
Aber gut. Ne, können wir ruhig mal vernichten, die White Wolves. Hört sich an wie ein Football-Team vom College, vom amerikanischen. Die White Wolves. Ja, wobei die sich eigentlich immer nach ihren dämlichen Universitäten benennen, ne? True. Michigan White Wolves. Ah, Gott, ich hasse Amerika. Was? Genau, Arcane Wizard. Oh, wow. Okay. Oh, okay, jetzt zweimal das gleiche. Okay, die Wave könnte schwieriger werden. Aber es kam von den Heftigen, kam immer nur einer. Also eigentlich... Oh, die kommen direkt zusammen? Okay, das ist gar nicht mal so gut. Ja, wobei eigentlich schon, weil wenn die jetzt direkt am Anfang ohne großartige Verstärkung kommen, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Jetzt habe ich genau das Gegenteil von dem gemacht, was ich eigentlich gerade machen wollte. Ich wollte nämlich eine Seite vernichten mit dem und die andere halt so. Das war, was ich jetzt gerade gemacht habe, hat überhaupt keinen Sinn ergeben. Oben geupgradet und jetzt oben ist sowieso schon viel stärker durch den Held. Ja, egal. Oben hat sich, glaube ich, eh schon gleich erledigt. Genau. Ich hoffe nur, dass die nicht einfach irgendwann mal nach unten laufen, ey. Das wäre nämlich ziemlich schlimm, aber es wäre auch ziemlich unfair, weil... Also das heißt unfair, aber ich meine, wenn die permanent hier nur nach oben laufen... Klar, man sollte sich trotzdem zur Sicherheit absichern, weil man kann sich ja nie hundertprozentig sicher sein. Aber es wäre schon mies, wenn die irgendwie 10 Waves lang nie nach unten laufen, dann plötzlich laufen 10 Trolle nach unten, so. Fuck it, boys, wir gehen jetzt doch nach unten. Ist zwar nicht unser Way, unser Path, aber scheiß drauf. Fuck him up, good. Okay, wir sind fertig mit den Upgrades, sehe ich gerade. Also halt, ja, mit den Basic. Oh, das ist auch nice. Das könnten wir den da hinstellen. Dann können wir die hier das gleiche machen wie oben. Das wird da Berserker mit Äxten hinstellen. Genau. Ja. Passt. Wobei wir natürlich noch ein paar Zaps brauchen und ein paar Teleports und what the fuck? Was zum Teufel ist das für eine Wave? Hä, ist so wenig? Erstmal den One-Shot-Skin. Hoffentlich geben die Pathfinder noch genug Gold, aber ich glaube nicht, für den zweiten One-Shot. Der müsste jetzt eigentlich gewone-shottet werden. Hey! Irgendwie verstehe ich das mit dem One-Shot nicht. Sobald du es upgradest, müsste das... Also, Alter, der hat jetzt ernsthaft seinen One-Shot auf einen fast toten Pathfinder verschwendet, also der obere. Also irgendwie... Anscheinend, wenn du es upgradest, läuft der erste Cooldown schon. Also wenn du es upgradest, hast du es nicht gleich, sondern dann läuft ein Cooldown. Was ich persönlich ziemlich bescheuert finde, weil wenn du es noch nie eingesetzt hast, wie kannst du dann einen Cooldown haben? Aber gut. Ist halt so. Jetzt, ah, nice, jetzt hat er den gewonnen schon. Ja, okay, ich meine, so schlimm ist es nicht, aber... Das stört mich schon. Ja, 20 Sekunden warten ist nicht ohne für den ersten One-Shot. Halt, wenn du es speziell für eine Wave oder für einen Gegner machst, ist schon blöd dann. Na gut. Da unten wurde schon wieder irgendwas gewone-shottet, was sehr wahrscheinlich nicht One-Shot-würdig war. Oh, der hat noch gar nicht den One-Shot, sehe ich gerade. Den müssen wir noch machen. Weil der One-Shot eigentlich eh, das ist eigentlich eh komplett bescheuert. Also, er ist schon nice, wenn es starke Gegner trifft, aber es trifft halt sau oft nicht starke Gegner. Oh mein Gott. Ey, er wäre noch an dem scheiß Folgeschäden von dem Mage gestorben. Ah, every single time. Fuck this shit. White Wolf mal 17. Okay, das ist nicht wenig. Ja gut, okay, aber ich war wieder gerade ein bisschen unaufmerksam und kommen schon wieder die fetten Upgrades hier rein. Okay, das heißt, unsere Arcane Wizards sind... Oh, never mind. Sind überhaupt nicht voll geupgradet. Okay. Wave dürfte aber auch relativ gut laufen. Die müssen wir mal upgraden hier. Ja, weil die sterben halt instant gegen die Wölfe. Gegen die Wölfe, alles klar.
Das ist wahrscheinlich das große Problem dran, dass wenn mal welche durchkommen, dass sie dann halt auch auf keine Verteidigung treffen. Die Wölfie-Lines. Aber irgendwie verstehe ich nicht den Sinn von hier unten. Also wenn da wirklich nur die Pathfinder hinkommen, verstehe ich irgendwie den Sinn davon nicht, weil du musst ja wirklich einfach nur zwei Baracken genau hier hinstellen und schon kommen die Pathfinder dann nie im Leben durch. Also absolut unmöglich eigentlich. Aber gut, haben sich die Entwickler dazu gedacht. 24 kommen, ist noch nicht die letzte Wave. Eine kommt noch. Okay, die ist auch nicht mehr so, auch nicht so heftig, die Wave. Naja. Ja, mal gucken, wir sind jetzt nämlich echt gut mit den Upgrades voran. 4 Türme sind maxed out. 2 sind ein bisschen geupgradet. Die Archer können wir mal ein bisschen Upgrade geben. Hier unten auch, weil die hier unten nicht so wichtig sind. Beziehungsweise die hitten fast nie Gegner, würde ich eher sagen. Oh, unser Held. Heldin. Mal wieder am draufgehen. So. Nice geronnen, nice. Und das war ein gutes Timing mit dem Skill. Das war kein gutes Timing, weil die heilen sich nämlich, wenn sie wegteleportiert werden. Verdammt, habe ich nicht letztes Mal gesagt, ich will den Teleport dann eventuell sogar weglassen. Aber an für sich ist er trotzdem nicht schlecht. Wenn es zu viele Gegner sind, wenn immer wieder 5 Stück zurückgeportet werden, ist trotzdem nice. Ja, aber im Endeffekt... Ja. So geil, einfach weggesappt. Und schon wieder zurückgeportet, ey. Komm, zapp ihn weg. Zapp weg, die Sau. Zapp ihn weg. Bro. Also ich rede jetzt mit dem Oberen. Oder, da sind 2, Alter. Zapp den doch einfach weg, das kann ja nicht wahr sein. Oh, da wurde einer weggesappt. Na gut, jetzt stirbt er auch einfach so. Ja genau, jetzt kommt ein Endboss. Stimmt, das habe ich beinahe wieder vergessen. Und schickt noch die Baracken natürlich so weit vor, wie es geht. So, trotzdem warten, bis irgendwas kommt. Na egal, jetzt habe ich sie schon verkackt. Alter. Müssen wir erst sein Schild zerstören, oder was? Was ist das denn für eine Scheiße? Hallo? Was ist das? Alter! Der hat einen verfickten... Ach, man kann ihm nur Schaden... Oh! Man kann ihm nur Schaden machen, wenn er im Kampf ist. Oh! Okay. Ja gut, okay, das dürfte aber eigentlich nicht so schwierig sein. Ha, gut, dass wir so viele Baracken gebaut haben. Als hätte es jemand gewusst. Ja. Habe ich auch. Ah, fuck. Stimmt, meine Fähigkeit hat keinen Schaden gemacht, ich Idiot. Voll verschwendet, ey. Na gut. Das, ja. Nicht meine beste Tat. So far. Aber der ist ja... Also wenn da oben gar nichts anderes mehr kommt, ist der ein Witz, der Gegner. Muss einfach nur hier unten so lange aufhalten... Na komm, teilt ihn auf. Machen wir die Sau fertig. Jetzt. Was ist denn mit denen? Na, ich wollte schon sagen, ey, greif doch mal an hier. Kann ja nicht wahr sein. Die Berserker einfach daneben laufen, ey. Oh fuck, jetzt muss ich aber echt ein bisschen aufpassen hier. Weil wir hier unten noch den Safe-Ding haben. Den Düngen. Ja, aber der ist ja fast dead. Also eigentlich muss man sich auf den nicht mal mehr konzentrieren. Der stirbt jetzt einfach nur, wenn er die ganze Zeit in die Baracken reinläuft. Oh, ja. Die sollten mal kämpfen hier. Genau. Ja, jetzt ist er schon dead. Ja, okay, cooles Boss-Design. Aber im Endeffekt hat er auch wieder eigentlich extrem schwach. Außer du hast keine Baracken gebaut und du hast nur die Reinforcements. Dann ist es natürlich richtig kacke. Aber, naja, wer baut keine Baracke? Also, dass man mal nur 2 oder so oder 3 hat, okay. Hatte ich auch schon mal. Aber keine, das hat eigentlich niemand. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Also, ich meine, eigentlich kenne ich niemanden, der Kingdom Rush jemals gespielt hat. Außer meine Zuschauer vielleicht. Omega Lull. Feels sad, man. Feels lonely, man. Aber ja. Eher unwahrscheinlich. Außer man kann es halt nicht wegen Eisen oder heldenhaft. Genau. Gut, dann machen wir das Level jetzt auch noch gleich in Heroic. Und
Nächstes Mal können wir vielleicht beide Eisern machen oder keine Ahnung. Ich meine, das mit dem Eisern und Heldenhaft, das kann man ja auch irgendwann mal machen. Ist ja nicht so wichtig, dass man es unbedingt direkt nach dem Level macht. Aber ja, das Setup hat mir getaugt, das passt. Muss man sich immer dran erinnern, was man gemacht hat, ne? Zum Kotzen. Hier war eine Baracke. Hier war ein Mage. Zack. 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 Ja, die Baracke hier, die war ziemlich useless. Die hier. Oh wow, wir haben noch so viel Gold übrig. Damn. Ich kann auch einfach den Mage hier stehen lassen bei den Pathfinders. Weil die hier eigentlich sinnlos sind, die Baracken, weil es kommen ja überhaupt keine Pathfinder von hier. Also das Eis hier ist ja so oder so eigentlich useless. Eigentlich ist es kompletter Schwachsinn. Das Level trollt dich halt übelst, wenn du es noch nicht kennst. Egal. Wenn du es noch nicht kennst. Was? Wir haben jetzt 48 Gold verloren? Ne, 38, oder? Wow, okay. Doch nochmal Restart. Krass, du Idiot. So. Wenn die ganzen Türme nacheinander baut, dann verliert man, glaube ich, den Verstand. Aber jetzt haben wir auch weniger Gold. What? Das kann ja überhaupt nicht sein. Und da hatte ich vorher, ach, hatte ich vorher noch gar nicht alle Türme gebaut, oder was? Ups. Das ist natürlich nicht gut. Hauptsache erstmal rumflamen. Ich weiß übrigens nicht, ob sie das mit dem Winter is Coming von Game of Thrones haben. Müsste ich mal gucken, wann... Ja, wobei die Bücher, ich weiß nicht, wann die Bücher geschrieben wurden, aber meint. Aber müsste man mal gucken, wann das erste Buch und wann der erste... Also Buch kam natürlich vor der Serie. Ja, müsste man mal gucken. Aber wahrscheinlich ist Game of Thrones älter als Kingdom Rush. Wenn nicht, oh mein Gott, Copyright-Klage, Boys. Kingdom Rush bigger als Game of... Irgendwas. Kappa. So. Ja, wäre echt interessant, aber so alt ist Kingdom Rush noch nicht. Ich glaube 2010 oder 11 oder so. Und ich glaube, Game of Thrones hat glaube ich 2011 angefangen und das war ja die Serie. Also no way, dass Kingdom Rush älter ist als das erste Buch. No way in hell. So, jetzt überhaupt nicht geguckt, was eigentlich als Wave kommt, ne? Wieder Trick 17 hier. Das Game outsmartet. Wenn du nicht weißt, was kommst, kannst du noch nicht verlieren. Was? Was? Mir gefällt nicht, dass jetzt schon die Axtwerfer die ganze Zeit da sind. Die nerven nämlich. Weil die immer die Baracken einfach töten. Vor allem die schwachen Baracken, die One-Shotten die halt immer. Gefühlt. Naja, nicht gefühlt, sie One-Shotten sind. Ja, wie gesagt, dass wenn da unten echt nur die Pathfinder kommen, dann hätte man sich die Baracke eigentlich auch sparen können. Andererseits muss man sagen, hier ist eigentlich alles sinnlos, was du hinbauen kannst. Also dann am besten noch eine Baracke, die kannst du zumindest noch ein bisschen Zeit erkaufen. Wenn man wirklich mal verkackt und hier kommt doch Pathfinder, kommen doch ein paar Pathfinder durch. Was, eher unwahrscheinlich ist. So. Soll ich Upgrades machen oder lieber Türme ausbauen? Ich könnte den mal ausbauen. Okay, jetzt auch nicht unbedingt so stark. 4 von 6 schon, okay. Ja. Ist im Endeffekt einfach eine Erweiterung des letzten Levels quasi. Fängt halt nochmal bei Wave 7 oder 8 an. Und geht dann einfach nochmal weiter. Nothing too impressive so far. Weak enemies. Weil ich echt finde, dass verhältnismäßig relativ wenige kommen, weil... Es ist wirklich eigentlich genau wie, als wäre es einfach eine weitere Wave vom vorigen Level. Und halt auch nicht schwieriger oder so. Und Heldenhaft und Eisern soll ja eigentlich schon schwieriger sein. Also es ist nicht immer schwieriger. Weil wenn das Level an sich schon ziemlich einfach ist, dann ist es meistens Heldenhaft und Eisern auch ziemlich einfach. Aber, naja, ich meine, der Sinn davon ist ja eigentlich schon Heldenhaft und Eisern. Das, der Name an sich sagt ja eigentlich schon aus, okay, das soll ja eigentlich eine Herausforderung sein. Ist es hier offensichtlich noch nicht.
weil viel zu wenig Gegner kommen. Aber es ändert sich anscheinend jetzt, aber es sind halt nur normale Trolle, die können halt eh nichts groß. Außer, dass sie sich ein bisschen regenerieren und so, aber im Endeffekt auch nicht so schlimm. 24 und 25? Nee, doch nicht 25. Nevermind. Ja, da kann man die eigentlich noch schnell vernichten. Ist eigentlich vollkommen egal. Dann bis zur nächsten Wave dann eh den Cooldown haben. Leute, ich merke es gerade jetzt. Die fünfte Wave ist einfach komplett Flugwave? What the fuck? Ist eigentlich auch übel der Waste. Lol. Das ist auch merkwürdig. Ganz vielleicht fliegen die Flugviecher nach unten, aber ne, die fliegen auch nach oben. Keine Ahnung, das hier unten. Erst dachte ich mir im allerersten Moment, aber ich habe glaube ich auch oh fuck gesagt oder so. Aber what the fuck, ist halt einfach komplett irrelevant, ey. Damn. Da haben sie einen nice Control, da denkt man sich, oh fuck, du musst da unten auch noch verteidigen. Freeway. Aber no. Nicht die Freeway, an die ihr gerade gedacht habt. Also ich rede natürlich von der Getränkemarke. Ihr perversen was? So. Ja. Machen wir den mal noch hoch zur Sicherheit. Oh ja, ich weiß gar nicht, was ich mit dem Geld machen soll. Das ist wie im echten Leben, Alter. Du bist einfach Multimillionär, du hast einfach keine Ahnung, was du machen sollst den ganzen Tag. Gehst zum Spaß in die Arbeit und tust du, als wärst du Azubi. Machst daheim noch YouTube-Videos und tust du, als wärst du arm und lässt dir Geld donaten. Das ist einfach eine Zumutung. Und dann spielst du Spiele, in denen du wieder reich bist. Das hält man nicht aus, ne? Was für ein trostloses Dasein. Unbelievable. Einfach nur unbelievable. So, ich weiß nicht wohin. Mit unserem Spell. Ich schätze mal, unten ist aber besser aufgehoben, weil oben der Held ist wirklich. Also ich weiß nicht warum. Also vielleicht war die Bogenschützin standardmäßig ausgewählt, aber ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, wir haben sie relativ lang benutzt. Also ich meine, ich habe sie mal relativ lang benutzt. Ich weiß nicht, ich habe sie früher auch ohne Let's Play gezockt, das Spiel. Aber ich glaube auch hier haben wir sie relativ lang benutzt im Let's Play. Aber ich finde, der Magier, die ist einfach, weil die halt einfach alles kann. Die kann verlangsamen, festhalten, AOE und viel Schaden einfach. Klar, es ist alles Magie, was natürlich schlecht ist gegen gewisse Gegner. Aber die Utility ist halt einfach ziemlich hoch mit den eben den ganzen verlangsamen Spares und dem ganzen Zeug. Dass es halt eigentlich egal ist, ob es jetzt viel oder wenig Schaden macht. Es geht hauptsächlich natürlich schon auch um den Schaden. Aber die besten Attribute sind eigentlich wirklich das mit dem Verlangsamen. Und so jetzt schon wieder. Ich meine, erst verlangsamt sie alle und dann trifft sie 5 Gegner mit einem Schlag. Und selbst wenn sie dann nicht so viel Schaden macht, ist einfach nice. So. Ja, okay, finishen wir diese. Oh mein Gott. She died. Wir haben fast 1300 Gold übrig. What the fuck war das für ein heldenhaftes Level? Vor allem, es ging auch sauschnell, oder? Verhältnismäßig für die anderen. Keine Ahnung, egal. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, war's das. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Macht's gut, rein, bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao.